Update auf OS X Yosemite oder Neuinstallation als saubere Clean-Installation. Wie das geht, zeige ich euch hier. Als allererstes braucht ihr halt eine bestehende Internetverbindung, ob über WLAN oder Netzwerkkabel, ist völlig egal. Und ihr benötigt eine Apple ID. Ihr klickt als allernächstes in den App Store. Wenn ihr im App Store seid, geht ihr auf Yosemite, auf das Update und updatet einfach euer bestehendes Betriebssystem, ob Lion oder Mavericks, auf Yosemite. Und das Ganze dauert so eine Dreiviertelstunde, halbe Dreiviertelstunde, je nachdem, wie die Server gerade ausgelastet sind von Yosemite mit dem Herunterladen des Betriebssystems. Ansonsten ist es ziemlich selbsterklärend und wenn ihr damit fertig seid, landet ihr dann halt wieder auf dem Schreibtisch und ihr habt erfolgreich abgedatet auf Yosemite. Die Sache ist nur, dass ihr, also viele Leute gefällt es nicht, dass man noch bestehende Dateien von Mavericks oder vielleicht sogar auch von Lion drauf hat. Und es ist zu empfehlen, nach jedem größeren Update von OS X eine clean Installation durchzuführen, damit einfach alte Dateien vom alten Betriebssystem nicht mitgeschleppt werden. Bevor man das Ganze macht, wäre vielleicht auch empfehlenswert, ein Backup zu machen mit den ganzen Daten und dann seid ihr auf jeden Fall auf der sicheren Seite. So, nachdem ihr das Ganze heruntergeladen habt und installiert habt, seid ihr halt, wie gesagt, hier auf dem Schreibtisch und habt das System drauf. Und für die Clean-Installation sind folgende Steps notwendig. Als allererstes klicken wir hier oben auf Neustart und starten das System einmal neu. Beim Neustart drücken wir Command-R. Und halten die Tasten gedrückt. Bis der Apfel erscheint. So, jetzt können wir das Ganze auch schon loslassen. Und wir müssen lediglich ein bisschen warten, bis das geladen hat. So, nachdem das Ganze geladen ist, sind wir auch im Festplatten-Programm. Und hier müssen wir einfach die deutsche Sprache auswählen. Es sei denn, ihr möchtet eine andere Sprache haben. Wir wählen Deutsch aus, klicken noch weiter oder mit der Maus auf den Pfeil und landen als nächstes in den Dienstprogramm. Dort müssen wir Folgendes tun. Wir gehen als erstes auf Festplatten-Dienstprogramme, klicken auf Fortfahren. Jetzt werden links hier alle Festplatten aufgelistet, extern sowie intern. Ich habe halt nur diese interne HD, ansonsten ist der Rest hier alles extern. Das ist Betriebssystem, deswegen das gehört einfach dazu. Ihr wählt unter Macintosh HD die Partition aus, Macintosh HD, klickt auf Löschen. Und löscht das Ganze. Hier auf Löschen klicken. Genau. Wenn ihr das Ganze gelöscht habt, habt ihr halt kein Betriebssystem mehr auf der Festplatte. Das heißt, wenn ihr jetzt den Rechner neu startet, passiert eigentlich nichts. Ihr kommt wahrscheinlich automatisch in den Recovery-Modus, da kein System installiert ist. Doch, wie gesagt, ihr klickt das an. Geht auf Löschen. Wichtig ist halt auch hier OS X Extended Journal ausgewählt, sodass es ausgewählt ist. Klickt auf Macintosh, wir sehen hier. Der Name ist Macintosh HD. Könnt ihr ihn auch gerne anders nennen, aber würde ich nicht so raten. Wenn ihr das Ganze dann gelöscht habt, ich mache es jetzt nicht, dann geht ihr wieder auf X. Klickt auf OS X erneut installieren. Wählt dann einfach euer, also ich kann da ja nochmal draufklicken. Soweit kann ich, ohne dass ich meine Festplatte nochmal mit Yosemite bestücke. Und genau, jetzt hier müsst ihr, wenn ihr jetzt hier auch weitergeht, einen Schritt kann ich noch weitermachen. Ja. Genau, wenn ihr auch weitergeht, müsst ihr halt nochmal eure Apple ID etc. angeben. Ihr müsst halt hier bestätigen, die allgemeinen Geschäftsbedingungen von denen. So, und hier wählt ihr dann einfach eure HDD-Festplatte aus. Also die Festplatte, die in eurem Rechner verbaut ist. Wenn ihr das gemacht habt, klickt ihr hier einfach auf Weiter. Bei mir steht jetzt Schutz aufheben. Das liegt wohl daran, dass ich die Festplatte jetzt nicht formatiert habe. Ich möchte das System nicht noch einmal drüber installieren oder neu installieren. Und wenn ihr das gemacht habt, wird
das Betriebssystem Yosemite noch einmal heruntergeladen auf die von euch eben formatierte Festplatte. Und ja, und im Anschluss fängt dann halt die übliche Installation an. Dort müsst ihr dann halt die Apple ID angeben, Benutzernamen, Passwort und den ein oder anderen Haken setzen. Im Anschluss seid ihr dann da durch und landet einfach wieder auf eurem Schreibtisch und habt dann halt das Betriebssystem als saubere Installation auf eurem Rechner, das heißt ohne irgendwelche Dateien vom alten System, und könnt jetzt dann über euer Backup, eure Time Machine, euch eure wichtigen Programme wieder zurückziehen auf den Rechner oder halt einfach alles neu installieren. Ja, das war's soweit. Wenn ihr irgendwelche Fragen habt, seid so frei und da lasst mir einfach einen Kommentar. Ich antworte auch immer recht zügig darauf. Ansonsten, wenn euch das Video gefallen hat, wäre ein Like ganz schön, und wenn ihr weitere Videos von mir nicht verpassen möchtet, könnt ihr mich auch gerne abonnieren. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.